Wir hatten ausgezeichnete Gespräche bisher und haben die unterschiedlichsten Themen angesprochen. Wir zeigen uns beide besorgt über die Entwicklungen in der Ukraine, die Verletzung des Waffenstillstandes. Wir haben über die Entwicklungen in den westlichen Balkanstaaten gesprochen und ich danke und beglückwünsche den Herrn Premierminister für die Rolle und auch die Anstrengungen, die Slowenien in der Region unternimmt. Das Land spielt eine bedeutsame Rolle für die Beziehungen zwischen den westlichen Balkanstaaten, dem Rest Europas und dem transatlantischen Bündnis der NATO. Wir sprachen so dann auch darüber, wie wichtig es ist, in die Verteidigung zu investieren. Die kollektive Sicherheit gibt es halt eben nicht umsonst. Ich möchte unterstreichen, dass dieser Besuch in dem Jahr stattfindet, in dem wir den 10. Jahrestag des NATO-Beitritts Sloweniens feierlich begehen. Ihr Vorgänger, Herr Rasmussen, hat Ljubljana im Januar dieses Jahres besucht, um diesen Anlass zu würdigen. Ich freue mich außerordentlich, diesen Besuch heute in Brüssel erwidern zu können. Ich habe den Herrn Generalsekretär noch einmal gesagt, dass wir voll zur Umsetzung der Beschlüsse des NATO-Gipfels in Wales stehen. Das sind sehr ehrgeizige Ziele und sie sind notwendig, damit die NATO stark, robust und auch einsatzbereit bleibt. In unserem Meinungsaustausch führte ich auch aus, dass, wenn auch die NATO sich an neue Gegebenheiten anpassen muss, sie doch ihre bestehenden Verpflichtungen nicht aus dem Auge verlieren darf. In Slowenien glauben wir, dass das von besonderer Bedeutung ist, wenn wir an die anderen westlichen Balkanstaaten denken. Das ist eine strategisch wichtige Region und dort hat die NATO noch einiges an Arbeit zu erledigen. Denn wir denken insbesondere sehr stark daran, weil aufgrund unserer geografischen Nähe. Militärische Präsenz Sloweniens wird weiter auch sich manifestieren in dem Kontingent, das wir für die KFOR-Mission bereitstellen. Wichtig ist natürlich, dass alle Länder voll und ganz in die atlantische Bündnisstruktur integriert sind. Wir werden die Zielsetzungen der NATO weiterverfolgen und werden insbesondere die Ziele der Erklärung des NATO-Gipfels von Wales umsetzen helfen. Die Politik der offenen Tür muss weiterhin Politik der NATO bleiben. Deshalb wird Slowenien auch aktiv weiter mit anderen Verbündeten dafür arbeiten, dass Montenegro eine Einladung zu Ende des nächsten Jahres bekommt. Um abzuschließen, ich meine, erst einmal herzlichen Dank, Herr Generalsekretär, dass Sie mich hier empfangen haben im NATO-Hauptquartier. Ich meine, dies ist der Beginn einer langen und produktiven Beziehung.